Willkommen zu einem neuen Part von Inside. Jo, wir sind gerade hier mit einigen Leichen unterwegs. Auf jeden Fall waren sie im letzten Part noch tot. Jetzt sind sie wieder am Leben. Und ja, manche haben noch ein paar Arme verloren. Manche haben hier, der eine hat hier keinen Kopf. Daher, das ist sehr, sehr merkwürdig. Also manche sind auch einfach nur verstümmelt. Das tat weh. Ja, die überleben natürlich. Ah, da weiß ich sogar, wie das... Da kann ich mir schon denken, wie das funktioniert. Nein, du sollst wieder zurückspringen. Nein. Es ist lustig, wie die alle dann darunter kommen. Meine Idee war gerade, dass irgendwie die Leute da runtergehen müssen. Aber wie kriege ich die da runter, ohne dass ich da selber mit runterfalle? Schaffe ich den Sprung da drüber? Ich glaube nämlich nicht. Nee, schaffe ich nicht. Hätte ja sein können. Wenn ich da überhaupt drüber... Nee, muss ich wahrscheinlich nicht. Kann ja auch... So, passt doch. Jetzt kommen sie da runter. Gibt's hier sonst noch was? Nee. Weil dann können die mich ja auffangen. Wenn die stark genug sind. Wir schauen einfach mal. Ja. Was ist hier? Ach, da kann man hoch, okay. Hoch mit mir. Und hopp. Ein Wartungsschacht. Licht funktioniert hier. Sind wir wieder woanders. Bringen immer mehr hier in die Gebäude hier ein. Ah, Leute, das ist ein Fahrstuhl. Ja, moin. Gut, die Toten sind die bei uns. Oh, was bringt uns das? Weil die kommen ja jetzt hier auch nicht raus. Ja? Kann ich hier schnell rausspringen? Nee, kann ich nicht. Geh doch da oben raus. Ihr seid so dumm. Vielleicht gibt es hier unten noch irgendwas. Irgendwas, was ich gut gebrauchen kann. Hier ist eine nächste Tür, aber da geht's dann noch nicht weiter. Ah, da brauche ich die anderen für, anscheinend. Okay. Was machen wir? Was machen wir? Komm ja da auch nicht so ohne weiteres raus. Ich glaube, das war sogar ein bisschen knapp. Geht da irgendwie? Nee. Schade. Hätte er sein können. Komm gleich wieder nach oben. Gleich wieder nach oben. Ach das schon, ich habe den Fahrstuhl jetzt kaputt gemacht. Krieg aber auch alles kaputt, so wie sehen. Ah. Da oben ist eine Plattform, da können sie hin, theoretisch. Okay, kommen wir mal weiter. Soll ich denn da runterspringen? Ja, das ist die Lösung. Ja gut, wenn es nichts weiter ist. Ich habe halt nicht weit genug gedacht. Aber egal, wir haben es jetzt hinbekommen. Wir können jetzt mit den Leuten hier runter. Alle mal mitnehmen, vielleicht brauchen wir jeden einzelnen. So. Ich habe übrigens mal nachgeschaut. Das Limbo Let's Play war wirklich 2016. Und 3 Jahre her. Merkt man, wie schnell die Zeit vergeht. So, jetzt brauchen wir hier eure Kraft mal mit. Dass das Tor aufgeht und dann geht's hier weiter. Oh, wo sind wir denn hier? Und wo draußen? Da hinten laufen welche herum. So ein bisschen Angst. Okay, das ist erstmal Sicherheit. Geht der da hinten, läuft auch weg. So, die anderen müssen wir jetzt da liegen lassen. Ist nicht so schlimm. Eine 4. Okay, Raum 4. Hier war vor kurzem noch jemand. Eine Zigarette, die vor kurzem noch an war.
Okay, und was ist hier? Oh! Hörer da. So, unten ist da jemand? Ja, doch. Im Auto, da steht jemand. Aber der sieht uns zum Glück nicht. Ah, der könnte uns sehen. Daher Vorsicht. Was ist da? Ach du heilige Scheiße. Blut. Und eine Kamera? Das ist hier so. Ja, wir hatten ja schon mal die Vermutung, dass hier geforscht wird. Und das ist so wie sie eine Präsentation. Da wird real wirklich mit den Leuten experimentiert. Hä? Ist mit dem falsch? Da ist noch eine Kamera. Das wird alles aufgezeichnet. Die ganzen Experimente mit den Menschen. Da gibt's was zu schauen. Ich klau mir den mal kurz hier. Hä? Nimm mich mal da mit hin. Die gucken doof. So, den nehme ich mir mal mit. Ja, gucken sie doof. Jo. Interessant, ich werde jetzt hier nicht als Fremden angesehen. Obwohl ich eigentlich komplett von den anderen abhebe. Wahrscheinlich hier auf die Lampe, ja genau. Jetzt hier hoch. Weil sonst. Ups, ah nein! Jetzt bin ich dort. Also. Und so wie ich gelandet bin, das muss ordentlich weh getan haben. Das war jetzt so aus Versehen, ich wollte nochmal zurückspringen, aber ja, man hat mich nicht gelassen. Da muss irgendwas Großes zu sehen sein. Also das ist jetzt die Bestätigung, dass hier wirklich Menschenexperimente vollzogen werden. Und jeder weiß, Menschenexperimente. Wie grausam das ist. Sieht man ja auch. Oh lol, nettes Detail, wie die Lampe kaputt gegangen ist. Da hat gerade bei mir eine Flasche geknistert. So, warte jetzt. Durch den Wartungsschacht wieder. Da sind wieder Leute. Ich will wissen, was die da sich anschauen. Was ist das? Es muss was Größeres sein. Irgendwie eine Sensation, keine Ahnung. Das ist eine Sensation für die Wissenschaftler. Hier ist ein Ventil. Achso, mit dem kann ich aber nichts anfangen. Ich weiß nicht, ob wir das überhaupt erfahren werden, was da drin gemacht wird, weil wir entfernen uns wieder davon. Ja, ist vielleicht sogar besser so wenig wie möglich Aufmerksamkeit den Leuten hier schenken, beziehungsweise generell machen. Runter hier. Jetzt geht's hier doch nochmal nach links. Ich glaube, es geht doch dahin. Hilfe. Kann ich hier rein und das steuern? Ja, nice. Jetzt bin ich aber gespannt. Geh mal nach ganz oben. Ach, höher geht's gar nicht. Heute mal nach unten. Was kann ich hier mitmachen? Rechts irgendwas? Das ist eine Leiter. Komm, dreh dich nochmal. Oh, warte, wir können auch hier mal hochsteigen. Okay, okay. Wir sind gleich am Fuße angekommen. Boah, Alter. Bin ich gespannt. Bin ich gespannt. Das ist ja richtig mysteriös hier. Ich weiß ja auch gar nicht, wie lang das Spiel noch ist. Vielleicht ist das das Finale. Wer weiß. Wasser. Sehr, sehr viel Wasser. Und im Wasser können wir ja schwimmen. Hier ist ein Schalter. Aktiviere ich den mal. Jetzt hört auf. Ist alles aus. Kann man hier machen? Ah, wir können das. Was auch immer hier ist, das wird jetzt hier befreit. Oh oh.
Was kommt da jetzt raus? Ah, ne. Kommt nichts raus. Wir müssen durchschwimmen. Oder? Nee. Nicht? Jetzt wieder aktivieren oder wie? Ja. Ah, da unten ist. Ah. So hier hoch kann ich immer noch nicht. Man kann sich da festhalten. Ich mach's nochmal aus. Ich mach's nochmal aus. So. Bringt einen das? Kann ich das hier hochziehen? Ah. Aber die Zeit reicht nicht, da reinzugehen. Bedeutet, wir brauchen den Strudel dafür. Nochmal an, das Ganze, und schnell runter. Bevor. Ja, genau. Kurz warten, bis der komplette Strudel wirklich da ist. Dass wir sehr, sehr schnell nach oben gehen. Und jetzt. Wow. Lol. Ja, gut. Was ist das? Das sind lauter Menschen. Ach du heilige Scheiße. Zumindest sieht man noch ein paar Hände und ein paar Füße, sonst hätte ich gedacht, das ist hier ein Gehirn oder so, ein Riesengehirn. Muss die Dinger hier abmachen. Wie gesagt, Menschenversuche sind überhaupt nicht gut, gerade wenn es so ein Ausmaß hier hat. Oh nein, 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 nein. Lasst mich in Ruhe, lasst mich in Ruhe. Nein! Oder sollte das passieren? Wir sind jetzt der große Fettklumpen und ich kann den steuern. Kann den bewegen. Ach du heilige Scheiß. Und das sind das wieder die Viecher, die wir auch, oder die Geräte, die wir auch an unser Gehirn hatten, um wirklich das hier zu kontrollieren? Warte, wir gehen mal zu den anderen Leuten. Wir zeigen denen mal. Guckt mal, was ihr mit den Menschen hier macht. Wir hier. Aus. Ja, die gucken nur doof. Manchmal ist Wissenschaft nicht menschlich. Ist die Frage, wo geht's jetzt lang? Immer nach unten. Kann mit der Aktionstaste leider auch überhaupt nichts anfangen. Also kein Schub oder so. Sind hier drin gefangen. Doch, hier kann ich was anfangen. Ah. So, Leute. Das Monster schlägt zurück! Ach du heilige Scheiße! Ach du heilige Scheiße! Wollen wir den hier auch noch schnell befreien? Können wir nicht. Kann nur nach links oder rechts laufen. Ist das aber cool! Ist das cool! Nee. Ja, nice. Und durch da. Wir rächen uns. Die ganzen Geräusche. Oh, das sind unsere Leichen. Ich glaube, wir haben gerade auch ein paar zerstört. Oder? Ach, laufen wir mal weiter. Ich weiß gar nicht, soll man eigentlich zurücklaufen jetzt? Gibt ja keinen anderen Weg. Boah, wie schnell wir sind.
Geil, ja. Komm hier hoch. Komm, 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 Leute. So fett sind wir. Hier der Fahrstuhl von vorhin. Okay, der bricht jetzt komplett ein. Wir fliegen runter. Hallo? Geht's hoch? Komm, 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 komm. Nee, ich kann leider auch nicht springen. Dann gehen wir mal wieder nach links, zerstören da noch mal ein bisschen was. Sorry für die paar Menschen, die dabei umgekommen sind. War nicht geplant, aber so wie ihr das Leben zerstört, ich, wie ihr bei denen das Leben zerstört habt. Alter. So, das nehmen wir mal kurz. Hätte ich nicht mitgerechnet, dass es so jetzt hier so passiert. Kommen wir mal kurz hier rüber. Oh, das sieht aber auch so krank aus. So, hier hoch. Und da hoch. Ich weiß nicht, wie viele Arme wir haben, wie viele Beine wir haben. Das sieht nach einer Mensa oder nach einer Cafeteria hier aus. Das war euer letztes Essen, sozusagen. Ist das der Chef? Das könnte der Chef sein. Hallo? Na, bist du verantwortlich für das hier? Tschüss mit dir. Autsch. Alter, wie brutal ist denn das? Da brauche ich noch mal ein bisschen Anspruch. Oh nein. Ja, mal kurz hier abwaschen. Und jetzt Anlauf nehmen. Anlauf nehmen. Anlauf nehmen. Und. Nee. Das ist auch nicht mehr irgendwie so viel Kraft, habe ich das Gefühl. Kraft geht den aus. Warum kriege ich nicht auf? Soll ich hier irgendwas nehmen? Hier zwischen den Holzbalken? Aber nee, ich kann hier nichts machen. Nee. Wie geht's jetzt hier weiter? Drücke auch die richtige Taste, ja. Muss ja irgendwie weitergehen. Irgendwas mit der Leiche machen? Nee. Warum ist hier Wasser? Diese Geräusche, die die machen. Boah, Hilfe. Ach! Vielleicht können wir das doch gebrauchen. Aber doch nehmen. Aber ich hab's auf der falschen Seite. Ich muss das andersrum nehmen. Aber so vielleicht. Ja, erstmal vielleicht nach oben. Ja. Hier irgendwas machen? Ah! Oh, die Hunde! Die Hunde! Ja, haben schon länger keine Hunde mehr gesehen. So. Da ist jetzt die Masse drauf, aber ich muss die Hunde hier irgendwie vielleicht auf das Feld kriegen, keine Ahnung. Sind Leute dran. Kommen wir an Leitung hoch. Soll ich einfach nur schnell genug sein? Nee. Das
Das wird nichts, das wird nichts. Moment mal, wenn man da drauf geht, kommt da auch so ein Hebel raus, oder? Ja, es ist einfach nur eine Information. Kann sein, dass wir auch was mit den Hunden anfangen müssen, nur die Frage ist was. Oder der Holzbalken. Der Holzbalken. Der könnte uns auch noch gut helfen. Nehmen wir den mal mit. So. Ja, das sieht doch gut aus. Schnell hier hoch, schnell hier hoch. Ja, perfekt. Und dann geht es an dieser Stelle im nächsten Part weiter. Ich hoffe mal, ihr freut euch drauf. Ich freue mich auf jeden Fall. Dann sehen wir uns dann wieder. Bis dahin. Und tschüss.